Als die großen Seefahrer die Meere und Kontinente eroberten, fand man nicht selten Geschichten von Meeresmenschen und Wassernixen in den Logbüchern. Auch heute noch. Hello everybody, I'm here in Germany and I'll be one of the honorable judges for the Aqua Queen Show. The Whirlpool's World Contest is about to begin. And I will celebrate all that stuff with the winners in my Whirlpool with the rum. And we'll have lots of fun. See you there. Die Show kann beginnen. Willkommen zu der wohl spritzigsten Show Europas. Haben Sie wasserfeste Kleidung? Unsere Kandidaten schon. So starten wir den Whirlpools World Contest featuring Aqua Queen. Aqua Queen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's splash! Und nun Ihr Gastgeber, Moderator Nick Herb. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Fernsehshow Aqua Queen auf der Aquanale in Köln. Die Stimmung ist fantastisch, die Bühne ist großartig, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, heute viele Stargäste bei uns zu haben aus England, aus Australien. Wir haben die deutsche Meisterin im Pole Dance und wir haben ein super Publikum in Köln. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Was für eine Kulisse wir hier mal wieder haben. Pole Dance, ein Stairway, sozusagen eine Treppe auf dem Weg zum wohl größten Pool, den man sich überhaupt in den Garten stellen kann, hier bei Whirlpools World. Und wir haben Wassernixen, meine Damen und Herren. Und das ist die Sophie aus Manchester in England. Welcome to the show! Such a pleasure to have you here. Sie nimmt tatsächlich an der Wahl teil. Ob sie tatsächlich die Queen wird, wird sich zeigen. But you have a little story to tell. Sie wird uns jetzt eine kleine Geschichte erzählen. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those. Oh Nick, what do you call them? Oh, feet! Sonst heißt es Flip. Dankeschön an Sophie, meine Damen und Herren. Woo! Mermaids können singen und unsere Kandidatinnen von insgesamt 200, die sich beworben haben, haben wir die Top 20 nach Köln gebracht. Wir freuen uns auf unsere Kandidatinnen. Turn up! Meine Damen und Herren, die um einen Preis kämpfen im Wert von 12.500 Euro. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nach Moreira in eine wunderschöne Villa für die Gewinnerin hier bei Whirlpools World. Es warten natürlich Fotoaufnahmen, Filmaufnahmen und vieles mehr auf die Gewinner. Und auf sie ein Catwalk, ein Fotoshooting. Und wer noch auf sie wartet, ist die Aqua Queen 2016 aus Karlsruhe, Cindy Marquardt. Cindy, so schön, unsere Aqua Queen mal wieder zu sehen. Ein Jahr ist es her. In Stuttgart wurde sie gekürt auf der Messe und wir wollen, da haben wir die Titelseite von dir beispielsweise eingeblendet, vielleicht noch mal ein bisschen die Show Revue passieren lassen. Wie hast du das Spektakel damals erlebt? Was waren denn so die Voraussetzungen, Aqua Queen zu werden? Ja, also man sieht es auch hier, genau jetzt. Es ist nicht so leicht, es sieht zwar kinderleicht aus, aber das ist es nicht. Man muss unter Wasser kommen, das schafft man, indem man die Luft herauslässt. Stimmt. Aber dann kommt das Schwere, man muss die richtige Position finden und zusätzlich auch noch gut aussehen und lachen. Und das ist nicht so einfach, wie das
aussieht. Schon allein die Augen aufzuhalten ist nicht ganz einfach. Übrigens, große Augen hast du ja bei diesem Shooting gemacht, bei Whirlpools World in Deislingen-Laufen. Und noch größere, als du dann letzten Endes gewonnen hattest und eine Reise antreten durftest nach Moreira. Und zwar nicht nur du allein. Whirlpools World spendiert inklusive 4 Tickets. Das heißt, du konntest Freunde mitnehmen, Bekannte. Wie war es denn in Spanien? Ja, also ich habe meine Freunde, meine Bekannte mitgenommen. Wie der Nick schon gesagt hat, das ist fantastisch. Man hat 4 zusätzliche Tickets, man hat einen Mietwagen, man hat eine Wahnsinnsvilla. Der Ausblick, Sonne, es gibt einen Pool, einen großen Pool, einen Whirlpool. Einfach, also es ist wirklich atemberaubend, diese Villa. Jetzt muss ich gerade mal die Ladies fragen, wollt ihr alle dahin? Ja, das habe ich mir gedacht. Also wir sind ja gespannt, wer das Rennen heute machen wird. Sie war ja nicht alleine, vielleicht können wir das kurz mal einblenden hier auf die Kamera. Das ist ja unsere Cindy. Sie war mit diesem jungen, hübschen Mann vor Ort. Und zwar ist das der Aqua King. Ihr beide seid ein Paar. Genau, ja. Also ich darf den Aqua King als meinen Freund nennen, genau. Und er hat mir noch was mitgegeben für dich, Nick. Aus Spanien? Ja. Oh, hasta la vista, Baby. So. Herzlichen Dank, Cindy Marquardt, unsere Aqua Queen. Später werden wir sie übrigens nochmals hier bei uns haben, da freuen wir uns ganz besonders. Wie ist denn eigentlich die Stimmung so zwischendurch? Wir haben hier so viele hübsche Ladies in Köln. Wie ist die Stimmung in Köln? Dankeschön. Wir sagen nur eins, Mädels, machen wir eine Rakete für ihn, für Mr. Whirlpools World, Ottmar Knoll. Und auf geht's. Was für ein Empfang hier in Köln. Schöner kann es nicht sein. Demnächst wird ja noch Geburtstag gefeiert. Das gibt eine tolle Party. Wenn wir lang genug machen, können wir reinfeiern. Wunderbar, hoffe ich doch drauf. Gefeiert wird natürlich heute auf der Aquanale die Aqua Queen. Aber nicht nur, es gibt eine kleine Weltpremiere, die Sie mitgebracht haben. Ja, wir haben den ersten Smart Spas der Welt. Das heißt, digitale Technik trifft analoge Entspannung. Ein Whirlpool, mit dem Sie reden können, der Sie versteht. Das heißt also nicht mehr so wie in der Vergangenheit, dass Sie ein Touchscreen haben und verschiedene Knöpfe, um zu bedienen. Bei uns läuft die Bedienung komplett mit Sprache. Und das bedeutet, Sie können mit der Sprache einfach alles bedienen. Und das ist natürlich eine absolute Sensation. Das können wir vielleicht gleich mal probieren. Vielleicht schalten wir auch mal gerade um zu unserem Computer. Der ist nämlich mit dem Juryergebnis verbunden. Und jetzt werden die 6 Nominierten für Sie vorgestellt. Wie sagt man so schön, Alexa, Sie geben das Kommando? Ja, Alexa, start up. In unserer Finalshow, die besten 6. Katharina, herzliche Gratulation. Und die letzte, ganz spannend mit einer Wildcard. Das ist Feli aus Köln. Wahnsinn! Alle, die hier sind,
haben Großes geleistet heute den ganzen Tag. Vielen, vielen Dank. Alle unsere Kandidaten haben von Skin Six dafür, dass sie mitgemacht haben, ein Überraschungspaket im Wert von 150 Euro gewonnen. Vielen Dank an unsere Queenies und an Skin Six. Dankeschön. Und hier sind sie nun, die sechs Gewählten. So ein bisschen nervös? Ja, schon. Jetzt geht's so richtig zur Sache, Vera. Ja, klar. Jetzt wird's endlich mal wieder nass. Yeah. Und der Ottmar Knoll geht auch in den Pool? Später. Genau, machen wir danach. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ihr könnt schon mal in Startposition gehen. Und während sie sich vorbereiten für den Catwalk, das Fotoshooting, das stattfindet, und natürlich die prickelnden Unterwasseraufnahmen, wollen wir die Juroren für sie vorstellen. Und freuen uns auf Arne Petersen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Arne Petersen, mein Name, hier bei der Kölnmesse, Geschäftsbereichsleiter und eben unter anderem für die Aquanale verantwortlich. Ich muss sagen, das ist mit die schönste Seite meines Jobs, hier heute den ganzen Tag in der Jury sitzen zu dürfen. Hat viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf das Finale. Es ist eine absolute Ehre für uns, auf der Aquanale zu sein. Herzlichen Dank. Ebenfalls in der Jury. Hallo, ich bin Cora Bucherer. Ich arbeite für das Magazin Haus und Wellness und bin jetzt extrem gespannt, wie es letztendlich ausgehen wird. Ja, das Finale ist natürlich immer das Spannendste, möchte ich behaupten. Als Redakteurin hat man ja viele Aufgaben, mal bei einer Misswahl dabei zu sein, bei der Aqua Queen. Das ist definitiv ein Highlight. Okay, vielen Dank für dieses wirklich tolle Lob. Ebenfalls mit dabei von Schwimmbad und Sauna, aber nicht nur. Genau, mein Name ist Julia Skora vom Fachschriftenverlag aus Stuttgart. Und wie schon gesagt, ich betreue das Magazin Schwimmbad und Sauna und freue mich schon aufs Finale. Und natürlich Ottmar Knoll ebenfalls in der Jury. Und ich freue mich jetzt natürlich aufs Finale. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird sehr, sehr spannend. Das kann man wohl sagen. Danke. Nun, meine Damen und Herren, ist es soweit. Wir kommen tatsächlich zum Catwalk. Hinter mir sehen wir schon mal so ein bisschen die Bühne, die Kulisse. Es gibt noch eine Pole-Stange und natürlich das Fotoshooting. Und wir sind natürlich gespannt, wie unsere Kandidatinnen sich präsentieren. Wir haben die Startplätze jetzt für Sie geordnet. Wir sagen Ton ab und viel Vergnügen mit Vera. Dankeschön. Bitte einen herzlichen Applaus für Vera. Fantastisch. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck, Vera, das ist nicht das erste Mal, dass du auf der Bühne stehst, aber vielleicht stellst du dich ganz kurz der Jury vor. Ja, also hallo zusammen. Hallo Jury, mein Name ist Vera, ich bin 22 und ich bin Studentin und ich studiere in St. Gallen in der Schweiz. Sie hat tatsächlich einen langen Weg hinter sich aus St. Gallen, gestern übrigens schon angereist. Und ich möchte das deutsche Publikum überzeugen. Was ist für dich die Verbindung zum Wasser? Also ich war schon immer eine Wasserratte und dann habe ich auch mal ein Jahr auf dem Wasser gelebt und auch gearbeitet. Und wie sie sich im Wasser präsentiert, werden wir in Kürze sehen. Bitte herzlichen Applaus für Vera. Dankeschön. Und nun, meine Damen und Herren, zur Kandidatin Nummer 2. Wir begrüßen Claudia aus Singen. Bitteschön. Musik.
liebe Claudia, wenn man sie so sieht, so strahlt, möchte man gar nicht glauben, dass ich heute Nacht um 4 noch mit ihr telefoniert habe in der Vergangenen, weil die liebe Claudia tatsächlich so früh losgefahren ist, um pünktlich hier zu sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bühne ist für dich auch nicht ganz neu. Ich habe ja gesagt, du kommst aus Singen. Was sie sonst noch so ausmacht, erzählt sie uns bitte selbst. Also ich bin Claudia, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Singen am Bodensee und ich mache eine Ausbildung zur Arzthelferin. Wunderbar. Und eine Meerjungfrau ist sie vielleicht auch bald. Wobei man dazu sagen muss, die Unterwasser-Posings, die du heute hier dargeboten hast, das war überhaupt das erste Mal. Ja, genau. Also es war richtig schwierig für mich, aber ich habe es versucht und ich gebe jetzt nochmal mein Bestes. Genau, jetzt würdest du richtig Gas geben. Meine Damen und Herren, Dankeschön, Claudia. Aus Köln ist sie gekommen und wird sich jetzt hier wahrscheinlich auch vor Ort mit einem tollen Fanclub präsentieren. Wir begrüßen Feli. Behaupten, Feli zieht alle Register. Schön, dass du bei uns bist. Bitte einen kleinen Applaus. Wenn du dich bitte der Jury kurz vorstellst. Ja, hallo, mein Name ist Feli, ich bin 24. Erstmal danke dafür, dass ich da sein darf. Ich bin Studentin, Teilzeit, arbeite gleichzeitig noch bei UPS am Flughafen. Ja, und freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Von Köln nach Moreira, das sind gefühlte 2 Stunden und schon ist man in einem Traum, in einer Villa mit 8 Zimmern. Hast du die Leute schon ausgewählt, die eventuell mitfliegen wollen oder willst du jetzt erstmal abwarten, wie deine Performance unter Wasser ist? Nein, man spinnt natürlich direkt so ein bisschen rum und sagt sich, wow, das könnte so cool sein und ich habe auch schon 3 Leute, mit denen ich gerne fliegen würde, aber man darf sich natürlich nicht zu früh freuen. Das ist vollkommen richtig, eine tolle Einstellung. Dankeschön an Feli aus Köln! Startplatz Nummer 4, es geht Schlag auf Schlag. Wir begrüßen Katharina, bitteschön! Katharina, sehr schön, dass du hier bei uns bist. Dein Outfit lässt das schon erahnen, dass dich mit dem, ja, muss ich immer sagen, Element Wasser viel verbindet. Ich glaube, der Neptun hat dich schon an die Angel genommen. Ich würde mal sagen, der Neptun ist mir ins Netz gegangen. Ach, so rum ist natürlich viel besser. Wenn du dich bitte unserer Jury kurz selbst vorstellst. Hallo, ich bin die Katharina, ich bin 29, gehöre wahrscheinlich ins ältere Feld inzwischen. Und ich bin hauptberuflich Meerjungfrau. Seit 7 Jahren. Ich habe das Meerjungfrauen-Schwimmen nach Deutschland gebracht, bin eigentlich jeden Tag in einem Schwimmbad und ständig nass. Und ich habe mich ganz ehrlich darauf gefreut, bei einem Contest mal mitzumachen, wo es um die Performance unter Wasser geht. Und
deswegen bin ich eigentlich heute hier aus Schwäbisch Gmünd, ist ein Stück weg. Das ist allerdings wahr. Danke, dass du gekommen bist und auch du wirst natürlich einen großen Fankreis haben bei Facebook beispielsweise. Sehr viele Likes werden wir hundertprozentig auch bekommen. Wie groß die Likes hier bei der Jury sind für deine Performance, werden wir allerdings erst in knapp 20 Minuten wissen. Vielen Dank, Katharina! Mal sehen, ob die Jury hier auch ins Netz geht. Wir begrüßen Starplatz Nummer 4, Theresa, bitteschön. Theresa, toll, dass du hier bei uns in Köln bist. Ich darf vorstellen, die Jury, wenn du dich der Jury vorstellst. Hallo, ich bin Theresa, ich bin 18 Jahre alt und ich freue mich echt hier zu sein, weil das für mich eine riesige Erfahrung ist, einfach mal in der Show mitzumachen, zu zeigen, was ich kann, zu sehen, was ich nicht kann, was ich verbessern kann. Und ja, das ist eine Riesenehre für mich, hier zu sein. Danke. Der Weg nach Köln war für dich ein kleines Abenteuer. Erzähl uns das mal kurz. Ja, also hin bin ich 12 Stunden Bus gefahren, habe auch gar nicht geschlafen und jetzt zurück geht's auch gleich heute 15 Stunden. Also, aber es hat sich gelohnt. Das freut uns schon mal und es wird sich noch mehr lohnen, wenn du dann dich in Moreira in einer Villa mit 8 Zimmern entspannen kannst. Unsere Kandidatin Nummer 5. Dankeschön, Theresa. Last but not least, Number 6. Man könnte auch das assoziieren mit sexy. Das ist unsere Show heute in Köln garantiert. Wir begrüßen Emiliana. Bitteschön. Applaus für Emiliana. Wenn auch du dich bitte kurz der Jury vorstellst. Ich heiße Emiliana, komme aus der Schweiz, aus Zürich, bin 21 Jahre alt und bin Kleinkindererzieherin. Also ein wunderbarer Beruf und ich könnte mir vorstellen, das Planschen mit kleinen Kindern ist das eine, mal hier auf einer Show selbst im Whirlpool zu planschen das andere. Wir werden ja hier gleich eine Unterwassershow haben. Persönliches Fazit. Ja, gut, ich hatte Freude, weil mein Name gewählt worden ist. Ja, ich mache das nicht so oft. Also als Kind war ich auch in so einem Schwimmclub, aber dann irgendwie mit der Zeit ein bisschen nachgelassen. Ja. Wer weiß, vielleicht bist du das nächste Mal nicht in einem Schwimmclub, sondern in einem Whirlpool-Club bei Ottmar Knoll. Würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Vielen Dank und einen Riesenapplaus für Emiliana. Bitteschön. So, wir haben Zuschauer bekommen. Hier auf der Aquanale. Das ist die Vera. Wie geht's euch denn hier oben im Whirlpool? Ja, bin ganz gespannt. Geht mir gut in dem wunderschönen Whirlpool hier.
Richtig, Emiliana gesellt sich dazu und nun kommen wir natürlich zu dem, was die Aqua Queen so speziell macht. Auf dem Laufsteg zu posieren, Fotoshootings zu gestalten, das ist das eine, aber unter Wasser sich zu präsentieren, nochmal was ganz anderes, oder? Ja, es ist ziemlich schwierig, die Augen offen zu halten, auszuatmen. Natürlich muss man auch immer noch lächeln, ist eine Herausforderung. Wir haben ja vorhin auch die Cindy gehört, die ein paar tolle Tipps geben konnte. Unsere noch amtierende Aqua Queen. Mal schauen, ob es dir hilft. Der Auftritt von Vera. Wir sagen das Kommando. Sie geht in Position. Es lautet Let's Splash 90 Sekunden unter Wasser. Bitteschön. Macht das wirklich fantastisch. Erst ein bisschen Luft rauspressen, damit der Körper nicht allzu viel Auftrieb bekommt. Dadurch ist es auch wirklich möglich, relativ kerzengerade auf die Kamera zuzuschwimmen. Natürlich sieht man unter Wasser ohne Taucherbrille nicht allzu viel. Meine Damen und Herren, wirklich überzeugend. Dankeschön für den tollen Applaus. Super gemacht, Claudia. Wenn man dann so Vera sieht, es ist schon so, dass du sagst, um Himmels Willen, ich war heute zum ersten Mal dabei. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen üben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist echt richtig schwierig. Es sieht so leicht aus, aber es ist gar nicht leicht. Das stimmt. Und da sie wirklich hier im Finale ist, bitte ich auch ein bisschen um Verständnis. Sie hatte wenig Zeit, das hat sich kurzfristig ergeben, das zu üben. Claudia, dein Auftritt, wir sagen, Ton ab für unsere Kandidatin Nummer 2. Also, das ist eine immense Steigerung, muss ich sagen. Wer möchte, kann das ja gerne mal zu Hause in der Badewanne ausprobieren. Das kostet Überwindung. Luft aus dem Körper pressen, abtauchen, entsprechend die Augen öffnen, Luftblasen noch vor der Kamera. Das war ein Herzblatt. Sehr schön. Und vor allem Otmar Knoll, der Pool, kommt ja auch wirklich fantastisch dabei zur Geltung. Ja, wir reden hier von einem Alba-Spaß von uns mit einer Größe von 9 Meter Länge. Die Temperatur beträgt? Im Moment 26 Grad. Fantastisch, Claudia, genial. Vielen, vielen Dank. Als Newcomer hat sie wirklich Talent gezeigt. Super, super gut. Feli, als du von Köln nach Köln kommen musstest, hast du wahrscheinlich den kürzesten Weg von allen. Du kannst sie jetzt alle neidisch machen, indem du das mal erzählst, wie du deinen letzten Abend gestaltet hast vor der Show. Konntest du gut schlafen? Ich war ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Aber doch, ich konnte eigentlich gar nicht. Ich kann immer gut schlafen. Das ist eigentlich klar. Kein Problem, denke ich mal. Geübt hast du vorher schon ein bisschen, oder?
ja, ich bin auch eigentlich immer sehr gerne tauchen gegangen. Allerdings habe ich immer dann eine große Brille an und einen Schnorchel. Und so ist es doch schon was anderes, ne? Was ganz anderes. Vollkommen richtig. Aber dass auch sie unter Wasser überzeugen kann, das beweist sie uns jetzt. Unsere Kandidatin Nummer 3, toi, 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 Feli, Ton ab. Also man hat auch ein Tattoo jetzt gerade gesehen. Da werde ich Sie gleich mal fragen, was es damit auf sich hat. Es sah so ein bisschen aus wie so ein Kompass. Let's go heißt es im Publikum. Knapp 20 Sekunden hat sie noch. Sekunde will sie alles geben. Gratulation an Feli, wirklich tolle Leistung. Sag mal, habe ich das richtig gesehen? Du trägst da einen Kompass? Ja. Ja, und der führt eben tatsächlich auch mal gerne unter Wasser, passt ja perfekt für unsere Show. Dankeschön, Feli. Katharina oder Kat? Kannst du mich nennen, wie du möchtest. Aber Kat ist schon so ein bisschen dein Posename, dein Kosename? Ist tatsächlich ein Spitzname. Ich war in England und Katharina, das auszusprechen, war den meisten zu anstrengend. Da ist ein Cat draus geworden. Das ist jetzt schon ganz lang so. Aber dass eine Katze auch unter Wasser eben, die Cat, sich fantastisch bewegen kann, das werden wir live erleben, nun meine Damen und Herren, mit unserer Kandidatin Nummer 4. Katharina, die nächsten 90 Sekunden gehören dir. Ton ab! Sie hat tatsächlich auch ein Kostüm gewählt, ein Meerjungfrauenkostüm. Das sieht natürlich fantastisch jetzt aus. Die gibt es übrigens für unsere Queens heute im Finale zu gewinnen, die sogenannten Magic Tales. Wow, was für ein Kuss zum Schluss. Eine unglaublich schöne Performance. Gratulation, das war wirklich sehr schön anzuschauen und sie winkt jetzt sogar mit ihrer Flosse. Sensationell, Katharina, wirklich muss man anerkennen. Ob es reicht für den Titel, werden wir erfahren in circa 10 Minuten. Wenn du das jetzt gesehen hast, ja, du hast ja selber noch nicht mit Monoflosse getaucht. Wenn du jetzt so ein Magic Tail aber gewinnen würdest, dann schon, oder? Ich glaube, ich würde es echt versuchen, weil es sieht cool aus. Also bei ihr sieht es echt schön aus. Das kriegst du auch hin. Meine Damen und Herren, Kandidatin Nummer 5 und viel Glück für Theresa. Ton ab!
sieht wirklich fantastisch aus. Noch 20 Sekunden. Handstand! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herzlichen Dank, ist doch echt ein Applaus wert. Also ich kann weder über Wasser einen Handstand noch unter Wasser, aber ich muss es echt mal probieren. Emiliana, jetzt dein Versuch, sich unter Wasser zu präsentieren. Du hast ja gesagt, Wasser ist so ein bisschen dein Element. Ja, als Kind war es. Aber eben, dann habe ich nachgegeben mit dem Schwimmen und ja, mal schauen. Interessant ist ja auch, wie sehen unsere Kandidatinnen mit einem Wet-Look aus? Und ich denke, auch besonders bei langen Haaren kommt das natürlich ganz fantastisch zur Wirkung und ich hoffe bei dir auch. Ton ab für unsere Kandidatin Nummer 6, Emiliana. Bitteschön. Also es sieht wirklich ganz toll aus. Man merkt schon, sie fühlt sich wie ein junger Fisch im Wasser. Sie geht sehr nah an die Kamera, versucht noch ein bisschen mehr Distanz zu halten. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und das Herzchen zum Schluss. Bitte einen herzlichen Applaus, Emiliana. Ganz toll. Wir wollen euch natürlich auch nochmal im Wet-Look erleben und werden jetzt nochmals euch bitten, aus dem Pool zu steigen, kurz sich der Jury zu zeigen, bevor dann letzten Endes verkündet wird, wer unsere besten Queens sind. Wir bitten die Cindy zu mir und wollen sie als noch amtierende Aquaqueen natürlich gerne befragen, wie hat es dir soweit gefallen? Also es war wirklich, war super. Die Show wurde genial. Ihr habt es toll gemacht. Also ich möchte nicht in der Jury sitzen. Also es ist wirklich eine schwere Frage, auch wer ich jetzt hier als, wen ich hier als Favoriten ja sehe. Das super, wirklich. Das bleibt der Jury überlassen. Zum Glück. So wie bei dir damals, liebe Cindy. Das sind unsere Kandidaten. Nochmal einen herzlichen Applaus. Live von der Aquanale in die große, weite Welt. Ein Teil der Show wird ja übertragen bei Facebook. Ihr kriegt von mir mehr als nur ein Like. Ihr seid spitze. Vielen, vielen Dank. So, und wir, Cindy, werden jetzt zu einem Gewinnspiel kommen, während die Jury viel zu tun hat, um letzten Endes herauszufinden, wer die beste von unseren Kandidatinnen ist. Wir haben ja versprochen, dass es Magic Tail zu gewinnen gibt. Das sind die Meerjungfrauenflossen, die wir hier wunderbar schon in Szene gesetzt bekommen haben. Da gibt es insgesamt jetzt 4 Stück, die wir ziehen unter all unseren Finalteilnehmern. Und du darfst, liebe Cindy, die Gewinner ziehen. Magic Tail ist Begründer des Mermaiding in Deutschland. Es gibt seit 2010 die Mermaids und gewonnen hat Emiliana Stella, die ja sogar bei uns im Finale ist. Gratulation. So, das zweite geht an die Albina. Albina Kreider aus der Schweiz, Glückwunsch. Magic Tail produziert übrigens in Deutschland und liefert in über 200 Länder. Magic Tail Nummer 3 geht an die Theresa. Gratulation, freut uns natürlich. Und das vierte Magic Tail,
die es natürlich auch im Webshop zu erwerben gibt unter www.magictale.net. Genau, und das vierte, das geht an die Sophie. Nach England, Sophie Wright hat gewonnen, die uns ja vorhin zu Beginn der Show wirklich ein wunderbares Lied gesungen hat. Es gab schon immer die Partnerschaft mit dem größten Freizeitpark der Schweiz, dem Cornyland. Auch die haben sich sehr spendabel gezeigt. Jetzt ziehen wir die Gewinner für dreimal Seelöwenschwimmen. Auch das ein wirklich ganz besonderer Preis mit Fotoshooting im Wert von über 100 Euro. Gewonnen hat die Anne Ziegler. Gratulation, Anne. Drei Seelöwenschwimmen dürfen wir verlosen. Und das zweite geht an. Das zweite geht an die Katharina Hegemann. Glückwunsch! Jetzt war sie bei uns gerade im Pool und wird dann auch noch in die schönste Seelöwenlagune Europas entführt. Eins dürfen wir noch ziehen, liebe Cindy. And the winner is... die Irina. Irina Mauch. Gratulation. Es geht nach Ravensburg. Hast du wirklich toll ausgewählt. Und bitte einen herzlichen Glückwunsch und Applaus für unsere Gewinner. Toll. Man könnte jetzt sagen, es ist Zufall. Aber Irina Mauch wird jetzt zum Grande Finale noch eine Show machen. Wer diesen Namen noch nicht gehört hat, es wird höchste Zeit, denn mit ihr verbindet sich exakt diese Pole-Dance-Stange. Denn sie ist mehrfache Meisterin in Deutschland im Pole-Dance-Double. Jetzt können wir sie alle live erleben. Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf den Showauftritt von Irina Mauch. Dankeschön. Was für eine Freude, in Köln dich zu sehen. Deutsche Meisterin in genau? Pole Sport Double. Und es sieht bei dir genauso kinderleicht aus wie eigentlich das Schwimmen unter Wasser, aber man merkt, Übung macht den Meister. Das stimmt. Du bist meisterhaft. Dankeschön, Irina Mauch, meine Damen und Herren. Und nun wollen wir natürlich zum Finale, bevor wir das Ergebnis der Jury verkünden, nochmals alle Teilnehmerinnen sehen, und zwar auch die Juroren und all diejenigen, die dieses Jahr bei der Aqua Queen mitgewirkt haben. Ton ab!
Fazit. Unsere Kandidatinnen der Aqua Queen Show 2017. Und die Jury darf ich nun auch zu uns bitten. Denn wir wollen natürlich auch zum Schlussbild nochmal diejenigen sehen, die unsere Aqua Queen zur Aqua Queen führen. Was für ein Feeling hast du? Ich bin so aufgeregt. Ich bin auch mega aufgeregt. Ja, ich hoffe, es hat geklappt. Drück mir die Daumen. Ja, mir geht's auch gleich aufgeregt. Du hast ja übrigens ein Magic Tail gewonnen. Ja, ich weiß, cool. Okay. Ich bin auch aufgeregt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe das mit den Seelöwen gewonnen. Voll geil. Yeah. Also alle wirklich glücklich und besonders die Gewinnerin, lieber Ottmar Knoll. Nochmal ganz kurz erläutert, also Moreira, das ist durchaus ein Reiseort, der sich besonders dann lohnt, wenn man eine große Villa zur Verfügung hat mit Kamin, Whirlpools und auch noch 4 Flugtickets. Tolle Sache. Ja, zuerst einmal muss man sagen, wo Moreira überhaupt ist. Die meisten wissen das nämlich gar nicht. Das ist im sonnigen Spanien an der Costa Blanca. Von der Landkarte her gesehen und vom Breitengrad ungefähr 100 Kilometer südlich von Palma de Mallorca, nur auf dem Festland. Und in Moreira zeichnet sich dadurch aus, sie haben dort laut Gesundheitsweltorganisation das weltweit beste Klima. Das bedeutet, dort ist es immer schön, Regen gibt es so gut wie nie, ist eigentlich normalerweise immer Sonnenschein, selbst im Winter. Und die Gewinnerin kann sich heute schon freuen auf 14 Tage, die absolut unvergesslich sind, weil wir reden hier von einer sehr, sehr luxuriösen Villa im Wert von rund 5 Millionen Euro mit Vollausstattung, die Ihnen dann quasi für 2 Wochen zur Verfügung gestellt wird. Also wie gesagt, ein Wahnsinnspreis. Wir werden natürlich auch gerne versuchen, vor Ort mal ein paar Aufnahmen zu bekommen, wie das bei der Cindy der Fall war. Aber nun geht es natürlich ins Eingemachte und werden dem Ziel relativ nahe sein, indem dass wir erstmal die 3 benennen, die unter den ersten 3 sind. Es bleibt spannend. Nominiert für die ersten 3 Plätze, Theresa. Außerdem dabei Vera. Und Feli aus Köln. Hallo. Tja, jetzt wird's wirklich spannend. Wer ist die Gewinnerin? Ottmar Knoll von Whirlpools World hat die Ehre. Ja, ich finde es zuerst einmal völlig ungerecht, auch wenn ich in der Jury war, weil es waren solch Kleinigkeiten von Nuancen. Wir waren nicht in der Lage, die Siegerin wirklich 100% herauszuarbeiten. Also von den letzten, die jetzt im Finale waren, waren 3 gleich. Und ansonsten noch ein Punkt Unterschied nach unten und nach oben, also nahezu identisch. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das bedeutet, das ist vielleicht nur ein Augenzwinkern im Pool oder hier auf dem Catwalk. Also sehr, sehr schwierig. Zuerst einmal meinen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich kann aber heute schon sagen, unabhängig davon, ob Sie jetzt die neue Miss Aqua Queen sind nachher oder nicht, die besten 12 von heute werden bei uns im kommenden Jahr auf dem Kalender sein. Und das ist ein Kalender, der wird relativ stark verteilt werden. Gleichzeitig kommen Sie in verschiedene Magazine mit Werbeposen, mit Whirlpools und viele Dinge mehr. Also betrachten Sie selbst dann, wenn Sie jetzt nicht Miss Aqua Queen werden, das noch nicht als erledigt, wir kommen automatisch auf Sie zu. Ganz genau, und es gibt ja auch 2018 nochmal seine Chance. Aber nun das Ergebnis, die 3 Besten sehen wir, lieber Ottmar Knoll. Tja, wir bitten vorzutreten. Miss Aqua Queen 2017 ist die Vera. Wow! Glückwunsch! Vera aus der Schweiz! Vielen Dank, lieber Welt. Dankeschön. Unglaubliches Bild hier, natürlich von der Cindy, die Krone überreicht. Glückwunsch!
Ja, und vielleicht hat die Vera auch ein Herz für Mitstreiter aus der Schweiz und nimmt gleich alle mit, kann man ja nie wissen. Meine Damen und Herren, das soll's gewesen sein. Unsere Aqua Queen 2017, eine Reise nach Moreira im Wert von 12.500 Euro, geht in die Schweiz. Meine Damen und Herren, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielleicht bei Facebook oder bei der nächsten Aqua Queen 2018. Dankeschön!